Es mag auf den ersten Blick falsch klingen, aber nimmt man die Altersunterschiede als Maßstab, dann sind das hier die Bambinis, quasi der Tennisnachwuchs, der um die deutsche Meisterschaft der Senioren spielt. Altersklasse 40, sprich 40 Jahre und älter. Die jüngste Altersklasse, die bei den Titelkämpfen in Bad Neuenahr am Start ist. Bereits zum 63. Mal wurden die Meisterschaften vom HTC Bad Neuenahr in der Kurstadt ausgerichtet. Herrlich gelegen im Lennepark ist alleine das Ambiente hier schon etwas Besonderes. Ein würdiger Rahmen für eine deutsche Meisterschaft im Einzel und Doppel, für Frauen und Männer, in 10 unterschiedlichen Altersklassen von 40 bis über 85 Jahre. Wenn dann im Sommer 2016 auch die Sonne rauskommt, ist auch die Turnierdirektorin glücklich. Ja, wir sind insofern sehr zufrieden, dass wir jetzt zumindest auch die 2 letzten Tage hoffentlich bei diesem Wetter hier zubringen können. Wir hatten super Spiele, wir hatten ganz hervorragende Spieler hier. Dem HTC ist es gelungen, auch in der Turnierorganisation den Generationswechsel erfolgreich zu meistern. Wer über Jahrzehnte ein solches Turnier ausrichtet, der braucht nicht nur auf dem Platz engagierten Nachwuchs. Tolles Ambiente, starke Organisation, das lockt Jahr für Jahr die besten Senioren nach Bad Neuenahr. Also die Resonanz ist hervorragend, weil wir können für uns verzeichnen, dass wir fast für alle Altersklassen hier die Leistungsträger der Ranglisten 1 bis 4 etwa hier haben. Und das ist eigentlich ein grandioses Ergebnis. Und da kann man natürlich Spiele sehen, wo man denkt, das kriegt man nicht jeden Tag in der Menge geboten. Tobias Bayer ist einer, der in der jüngsten Altersklasse zu den Favoriten gehört. 44 Jahre jung, startet für den TC Weinheim und war 2016 nicht zum ersten Mal bei den deutschen Meisterschaften am Start. Ich habe immer viel tolle Erfahrungen hier gemacht. Das ist mein Lieblingsturnier auch. Das erste Mal wurde ich Dritter. Das zweite Mal habe ich gegen den letztjährigen deutschen Meister in der ersten Runde verloren, habe dann die Nebenrunde gewinnen dürfen. Letztes Jahr stand ich gegen den Lars Wellmann im Finale. Und ja, dieses Jahr haben wir es wieder ins Finale geschafft. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ins Finale geschafft, weil er sich in einem durchaus mühsamen Halbfinale gegen Björn Maas durchsetzen konnte. Der Mann in Grün-Weiß vom TC Grün-Weiß Berlin-Lankwitz drückte Bayer sein Spiel auf. Und das war bei sommerlichen Temperaturen durchaus nichts für Ungeduldige. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ablauf, natürlich mit dem Ergebnis und mit der Art und Weise, wie ich es dann doch umstellen konnte, mein Spiel, um erfolgreich zu sein. Aber meine Art, Tennis zu spielen, ist doch ein bisschen anders. Ich gehe normalerweise viel mehr auf die Bälle drauf. Ich hadere auch ein bisschen mit den Bällen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir wieder andere Bälle am Start hier. Und ja, aber ansonsten kann ich natürlich super zufrieden sein. Mit seinen 44 Jahren darf Bayer in 41 Jahren in Bad Neuenahr in der ältesten Altersklasse 85 antreten. Ein lohnenswertes Ziel. Ich habe gestern gerade erfahren, dass wir eine nette Dame haben, die 48 Mal schon hier angetreten ist. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich, sie noch zu toppen oder einzuholen. Also wie gesagt, das ist mein Lieblingsturnier und solange ich gesund bin, Zeit habe und die Möglichkeit habe und das Turnier hier stattfindet, werde ich auf jeden Fall immer antreten. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Findet übrigens auch die Turnierdirektorin, die gerade bei den ältesten Spielerinnen und Spielern eine ganz interessante Beobachtung gemacht hat. Sowas zu sehen heißt schon, dass es einen auch motiviert, selber vielleicht ein bisschen Gas zu geben, um sich ein wenig fit zu halten. Und ich glaube, dass das für viele einfach ein grandioses Gefühl sein muss, wenn man merkt, man schafft bis in so einem Alter noch solche Leistungen. Und was auch auf jeden Fall auffällt, selbst bei Regenwetter oder bei der richtigen Hitze, die richtigen älteren Herrschaften, die da spielen, die stört das überhaupt nicht. Also für die ist das ganz normal, da kann es jetzt regnen, die meckern nicht und es kann heiß sein und dann spielen die auch mit Begeisterung. Also da gibt es überhaupt kein Aus für die. In der jüngsten Männeraltersklasse sollte es auch in diesem Jahr noch nicht reichen für den Meistertitel. Bayer verlor das Finale gegen Newcomer Christian Fuchs vom TC Tutzing. Er wird es wieder versuchen, im nächsten Jahr, bei den Seniorenmeisterschaften im Kurviertel von Bad Neuenahr.